Berühmt geworden ist er als Kommissar Rex. Aktuell ist Gideon Burkhardt allerdings eher wegen seines Privatlebens im Fokus der Öffentlichkeit. Der 54-Jährige lebt in einer Dreierbeziehung, zusammen mit seinen Freundinnen Sascha Veduta und Ann-Britt Dittmar. Anfang des Jahres hat er sein ungewöhnliches Lebensmodell öffentlich gemacht. Im bunte.de-Interview bei der Charity-Veranstaltung Tribute to Bambi in Berlin spricht der Schauspieler offen über die Reaktionen, die er darauf bekommen hat. Wir leben ja schon eine ganze Weile so und in unserem Umfeld hat sich jetzt die Reaktion nicht geändert und von außen kam jetzt da nicht viel dazu. Natürlich gibt es öffentliche Reaktionen oder auch eben die dann in den sozialen Medien, aber darauf muss man ja nicht zu viel geben. Das heißt nur irgendwie, dass jemand auf jeden Fall Interesse hat, darüber nachzudenken und dann was immer für eine Meinung dazu abzugeben. Freut mich, dass es auf jeden Fall Leute vielleicht in irgendeiner Form angeregt hat oder vielleicht das ein oder andere Gespräch angestoßen hat, dann war das schon wunderbar. Für uns war es einfach, die Presse hatte schon Lunte gerochen und dann dachte man, es ist vielleicht besser, dass man einfach sagt, ja, wir leben so und das war es auch. Seitdem haben wir uns jetzt auch nicht weiter dazu geäußert. Das Dreiergespann lebt gemeinsam mit Gideons Mutter Elisabeth von Molo in einer Altbauwohnung in Berlin. Ja gut, also ich meine, dass Familie zusammenlebt, finde ich relativ normal. Unsere Gesellschaft hat sich dahin entwickelt, dass das eher ungewöhnlich ist und man dann vielleicht die Eltern irgendwo in ein sehr schönes Altersheim schickt oder sowas. Aber wir waren familiär immer so verbunden, dass ich lieber mit meiner Familie zusammen war, als von ihr getrennt. Das Zusammenleben in der Vierer-WG funktioniert sehr gut, wie Gideon Burkhardt im bunte.de-Interview verrät. Meine Mutter ist eine erwachsene Frau, die immer noch mitten im Leben steht, beruflich wie ihr Sozialleben, ihre Freunde, also was die nicht alles macht und tut. Ich komme mir immer wie ein alter Sack vor. Und deswegen, die ist ja nicht bei uns eingezogen und hat dann überrascht gesehen, was da vor sich geht, sondern die ist ja zu uns gezogen, weil sie das Umfeld mochte. Wir wollten sie da haben, sie wollte gerne da sein und so hat sich das Ganze natürlich ergeben. Also es ist immer schwierig, die Fragen zu beantworten, weil ich verstehe sie schon, aber für uns sind sie natürlich etwas merkwürdig, weil ist ganz normal. Wir leben halt als Familie zusammen und gut, das Außergewöhnliche ist, dass ich in einer nicht ganz gesellschaftlichen, also sagen wir, nicht ganz der gesellschaftlichen Norm entsprechenden Beziehung lebe, aber sonst.